Ja, Bielefeld, eine Auftaktniederlage im Jahr 2012, die völlig unnötig war, das 1-2 hier in Malta. Ja, sicher ist natürlich eine bittere Niederlage, die so auch nicht hätte dürfen passieren. Ich glaube, wir haben heute gesehen, zwei Teams, die in etwa den gleichen Level haben, die natürlich Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Das haben wir gewusst. Es ist nicht einfach, den Malteser ein Goal zu schiessen. Sie sind defensiv sehr kompakt. Es ist uns gelungen. Wir hatten eine super Kombination gehabt. 1-0 in Führung. Und dann gleichen sie natürlich mit einem Wahnsinns-Goal von Mifsud aus, wo man ja, vielleicht nicht so einfach zu verteidigen ist. Die trifft er nicht jeden Tag so. Aber bitter war natürlich das zweite Goal gewesen, ein Geschenk von uns, wo wir uns nicht einig werden, wer tut den Ball weg. Und dann kann er im Prinzip wieder ins leere Goal rein tun. Also ich denke, so wie das Spiel gelaufen ist, wäre sicher ein 1-1 okay gewesen. Sie waren auch nicht schlechter gewesen als wir, das muss man fairerweise so sagen. Aber verlieren dürfen wir so einen Match nie. Den Mifsud werden Sie wahrscheinlich auch nicht mehr gern sehen wollen in Ihrer Trainerkarriere. Jetzt hat er, glaube ich, 7 Tore in 2 Spielen gegen Liechtenstein gemacht. Ja, natürlich. Aber heute haben wir ihn eigentlich recht gut im Griff gehabt. In der ersten Halbzeit die beiden Stockis und dann auch mit dem Daniel Kaufmann zusammen. Wir haben gewusst, wie sie spielen. Also ohne, dass wir Geschenke gemacht haben, hat er nicht viele Möglichkeiten gehabt. Er hat die weitere Chancen noch gehabt, wo aber auch wir wieder ihm den Ball spielen. Und das ganz am Schluss, das kann man gar nicht mehr richtig zählen. Dort haben wir nochmal alles probiert. Aber es ist natürlich bitter so, wenn man kann sagen, eigentlich der Mifsud im Griff und gleich macht er 2 Goal. Also ein bisschen auffällig, das 1-0 war fast ein bisschen ein Bruch bei euch im Spiel. Auf einmal war Malta viel besser. Ja, da hat man sich vielleicht gesamthaft ein bisschen mehr ausgehobt. Er denkt, ja, das kann man jetzt verwalten, das kann man jetzt überbringen. Dem ist nicht so gesehen und man ist bitterböse dafür bestraft worden, wie wir schon letztes Jahr vor ein paar Jahren bestraft worden sind für eine arrogante oder für eine schlechte Spielweise mit einer Kanterniederlage. Und deswegen sind wir wieder hergefahren und müssen wieder eine bittere Niederlage einstecken. Jetzt habt ihr den Auftakt ein bisschen verpatzt in das Spieljahr 2012. Ja, dauert lang bis zum nächsten Spiel, bis August. Ja, richtig. Also vielleicht ist im Sommer noch eine Möglichkeit, ein Freundschaftsländerspiel. Aber ja, es ist jetzt eine lange Zeit, wo wir vielleicht auch zum Knabber haben. Aber ja, wenn wir schauen, dass wir alle fit werden, alle fit bleiben und rein zu anderen vielleicht noch einen Schritt vielleicht durchs Profitum oder einen Schritt weitermacht in einer höheren Liga. Und ich glaube, dann können wir wieder positiv in die Zukunft schauen, weil wir haben viel vor in der Qualifikation und wir werden schon den einen oder anderen Punkt wiederholen. Ja, Mario Fleck 1-2 verloren in Malta, wieder eine Niederlage wie vor 4 Jahren. Nur nicht ganz so schlimm, trotzdem ein Spiel, was völlig unnötig verloren wurde. Ja, absolut. Ich denke, erste Halbzeit ist relativ ausgeglichen. Sie haben eine grosse Chance, gehabt, wir eine grosse Chance durch Niki Hasler, aber insgesamt ist es ausgeglichen. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit super angefangen für uns, sind also in Führung. Und dann durch ein Traumtor vom Mifsud aus 30 Metern völlig den Faden verloren, was man dann mit dem zweiten Goal gesehen hat. Wenn man sich natürlich so naiv anstellt wie wir im zweiten Goal, dann kann man auf dem Niveau nicht bestehen. Das ist einfach schade, weil alle haben alles gegeben heute und weder stand mit leeren Händen da. Aber man muss so sagen, dass sich im Alter weiterentwickelt hat. Muss man dazu sagen, ich denke, dass sie noch die bessere Mannschaft stellen wie vor 4 Jahren. Und schlussendlich sind sie da auch giftiger und aggressiver gewesen. Und ich denke, der Sieg ist auch völlig ordentlich gegangen. Trotzdem steht ihr mit leeren Händen da, die Revanche sozusagen misslungen. Warum ist gerade nach dem 1-0, nach dem frühen in der zweiten Halbzeit so der Faden auch gerissen? Auf einmal hat er nur noch Malta gespielt. Ja, sie haben natürlich noch alles nach vorne probieren. Ist ja klar, sie sind 1-0 im Rückstand gesehen. Mit dem haben sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet, haben dann wirklich richtig Druck gemacht. Mifsud hat sich dann in der Szene vom 1-1 ins Mittelfeld zurückgeheilt. Dort haben wir noch ein bisschen zu viel Platz und eben. Natürlich trifft er noch einmal von 100 Mal aus 30 Metern das Kreuzig auf. Aber wir scheinen sein Lieblingsgegner zu sein. Ich glaube schon 6 oder 7 Goal, die er gegen uns macht. Und ja, es ist bitter, weil es wäre sicher mehr drin gelegen. Aber wir müssen jetzt vorwärts schauen und probieren, gute Quali zu spielen.